for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, dieser hübsche Jemen-Chamäleon-Mann, in dem Fall ein Piebald, wie ihr an seinem weißen Schnäuzchen sehen könnt. Ne? Weißes Schnäuzchen, weiße Füße. Gibt ja bei den Jemen-Chamäleons seit einigen Jahren diese Piebalds. Gefällt bestimmt nicht jedem. Wird es der ein oder andere von euch geben, der sagt, oh, muss das jetzt auch bei den Chamäleons sein? Ist ja mal zufällig so entstanden, die Piebalds, vererbt sich rezessiv. Also ich finde es schon cool mit dem Weiß noch mit drin. Also Chamäleons sind ja farblich ein Highlight. Und wenn dann noch das Weiß mit dazu kommt, also mir gefällt das wirklich richtig gut. Ne? Und wenn die nur so grimmig gucken und hier der weiße Bart drumherum, also ich finde es lässig. Ja, mein Intro-Tierchen für euch heute, Piebald Chamaeleo calyptratus. Das Thema unserer Folge heute ist, haben wir natürlich ganz reißerisch zum Tode verurteilt, virenpositive Green Tree Pythons. Guckt euch diesen wunderhübschen grünen Baumpython an. Der ist tatsächlich mehr oder weniger zum Tode verurteilt, nicht weil er ein bisschen garstig ist und mich hier gleich in die Hand beißt, nee, sondern weil er einfach den Nidovirus in sich trägt. By the way, vorneweg, normalerweise mache ich so Sendungen oder ich grüße ja nie irgendjemand vor den Sendungen, heißt immer, sag mal einen Gruß an mich oder sowas. Diese Sendung meine Ausnahme, ein Gruß an den Milosch aus Österreich. Du hast mir mal erzählt, du bist lange Reptil-TV-Fan. Also diese Chondropython-Folge ist dir, Milosch, gewidmet. Ne? Vorneweg Gruß an dich nach Österreich. Hintergrund dazu, gerade bei den, also wir haben ja schon mal eine Folge über die Viren gemacht, dass die Viren wirklich nicht zu unterschätzen sind. Hoppala. Es gibt den Adenovirus, den Nidovirus und den Paramyxovirus. Und die sind tatsächlich ernsthafte, oder die sind ein ernsthaftes Problem in der Terroristik die letzten Jahre. Gerade bei den grünen Baumpythern sind unheimlich, also ich glaube mittlerweile sogar, es ist, ja, ich weiß nicht, ob es die Hälfte ist oder annähernd die Hälfte oder womöglich über die Hälfte der Tiere sind, speziell beim grünen Baumpythern ist der Nidovirus, sind die positiv. Ich mache die Folge einfach, um euch drauf zu sensibilisieren, dass ihr wirklich aufpasst, wenn ihr in diese Chondropython-Zucht oder sowas einsteigen solltet. Passt auf, was ihr euch anschafft. Ihr müsst die Tiere vorher testen lassen. Bei dem Nidovirus ist es so, dass die Tiere positiv oder oft positiv sein können, ohne Anzeichen zu zeigen. Also das Tier hier, ich zeige euch nachher mal noch einen anderen, der zeigt soweit auch keinerlei Symptome. Dem geht's, der ist kerngesund, ihr seht es auch am Verhalten. Der hängt nicht schlapp hier rum oder irgendwas, der ist auch nicht verschleimt. Aber er ist laut Test Nidovirus positiv. Das Problem daran ist, dass diese Viren auch hochgradig ansteckend sind. Und selbst wenn es dem hier jetzt gut geht, kann es denen in einem halben Jahr oder in einem Jahr schlecht gehen. Und vor allem, der kann andere Tiere anstecken. Ne? Wenn ihr einen Bestand an vielen Tieren habt, sei es Baumpython, sei es andere Reptilien, kann euch der Kollege den ganzen Bestand anstecken. Deswegen dürft ihr euch mal ganz extrem ausgedrückt, dürft ihr euch nicht irgend so ein Nidovirus-positives Tier in euer Bestand einschleppen. Also um euch die Story von Anfang an zu erzählen, das ist jetzt ein anderes Tier, ein bisschen gechillter wie der Vorrat, da habe ich es ein wenig leichter, da muss ich nicht, ich möchte mir jetzt auch nicht unbedingt beißen lassen. Um euch die ganze Story zu erzählen, es hat ein Züchter aus Österreich wunderschöne grüne Baumpythons inseriert, das ist die Nummer 2 davon, hoher Gelbanteil, also wirklich wunderschöne, traumhafte Tiere. Wir haben Kontakt gehabt, ich habe natürlich gefragt, ob er
Viren testet bei den Tieren, hat er gesagt, nee, Virentests macht er nicht, der würde als Kotproben machen, aber keine Virentests. Habe ich gesagt, na wenn, dann würde ich das dann machen, nachdem, also mir wäre es eigentlich recht, wenn er sie macht, aber zur Not, wenn ich die Tiere bekomme, dann tue ich die in Quarantäne und würde die Viren testen. Und wenn die positiv sind, müssen wir natürlich das Geschäft rückabwickeln und er muss die Tiere wieder aufnehmen. Da hat er zugestimmt, kein Problem, hat mir die Tiere gebracht. Die Tiere sind wirklich in einem guten Zustand. Man kann nichts so weit äußerlich feststellen. Also ich hatte im ersten Moment ein gutes Gefühl. Habe Virentests machen lassen von den Tieren auf Paramyxovirus, Nido und Adeno. Das sind so die drei klassischen Viren, die man testen lässt. Und die Tiere waren leider Nido-positiv. Und Nido-positiv, wie ich es vorher gesagt habe, heißt, die können natürlich sämtliche anderen Reptilien anstecken und früher oder später wird auch bei denen eine Symptomatik auftreten. Das heißt, man kann solche Tiere, man kann die nur in völliger Quarantäne, völlig getrennt von allen anderen Tieren halten. Man muss sie nicht abtöten, ne? Wäre ja schade, man kann kein optisch gesundes Tier frei von irgendwelchen Symptomen abtöten. Das wäre wahrscheinlich auch nicht die richtige Methode. Aber man kann sie nur völlig separat halten. Und ist für mich, wo ich hier hunderte Reptilien um mich herum habe, recht schwierig. Der nette Mann aus Österreich ist seither abgetaucht. Ich habe zwar schriftlich die Bestätigung mit der Rückabwicklung, aber nützt natürlich nichts, wenn er abtaucht und jeglichen Kontakt verweigert, beziehungsweise wir haben die Tiere sogar schon hingebracht. Dann hat er die Tür einfach nicht aufgemacht, hat sich nicht gemeldet und so sind die Tiere jetzt wieder bei mir. Ich erzähle die Geschichte einerseits, um sie mir von der Seele zu reden, aber wirklich andererseits, und das ist der wichtigere Punkt, wie gesagt, euch davor zu warnen. Mit den Viren ist in der Terroristik wirklich mittlerweile ein großes Problem. Ich glaube, oder meine Vermutung ist, Hintergrund oder Übertragungshintergrund sind oft Milben. Diese Schlangenmilben, die wir als Terrarianer mehr oder weniger alle kennen, die übertragen diesen Virus. Und grüner Baumpython ist auch so ein typisches Milbentier, die relativ anfällig sind für diese Schlangenmilben. Also ist interessant. Es gibt zum Beispiel Tigerpython, ist auch so ein milbenanfälliges Tier, Königspython weniger. Es gibt Terrarientiere, die Milben lieben wohl eine bestimmte Sorte von Terrarientiere, ja, wie gesagt, Königspython, Tigerpython. Andere gehen sie weniger ran, gehen sie schon auch ran. Also es ist nicht so, dass sie die dann gar nicht befallen. Aber es scheint so zu sein, wenn eine Milbe die Wahl hat zwischen Chondropython und Königspython, dann trinkt sie lieber vom Chondropython ihr Blut. Und ich glaube, dass das vielleicht der Teil des Grundes ist, wieso bei den grünen Baumpythons, a.k.a. Chondropython, ne, ich sage die ganze Zeit Chondropython, direkt ist ja grüner Baumpython oder Morelia viridis, dass diese Nidoviren da vielleicht so verbreitet sind durch diese Milbenproblematik. Ja, für mich stellt sich jetzt die Frage, was mache ich mit diesen wunderhübschen Tieren? Ich denke, ich habe eine Lösung gefunden und kann sie bei einem befreundeten Terrarianer unterbringen. Bin jetzt mit dem Vorbesitzer dann gerichtlich am Rumstreiten. Werde da natürlich versuchen, mein Geld wieder einzuklagen und ihn auch wegen Betrugs anzuzeigen, weil ja eine klare Abmachung getroffen wurde. Das die Storys zu diesen Baumpythons. Wie gesagt, für euch als Warnung in jeder Hinsicht aufpassen, wo ihr was kauft. Einerseits aufpassen, kann man der Person vertrauen, andererseits aufpassen, kaufe ich gesunde Tiere. Das war die heutige Folge. Ich bin auf eure Kommentare unten gespannt. Was denkt ihr darüber? Kommentare wie Stefan, siehst du, da bist du schon mal auf irgendwelche BB-Balls reingefallen. Jetzt bist du hier wieder auf so Baumpythons reingefallen. Reinfallen ist immer relativ. Man kann es ja nur bestmöglich machen. Und leider gibt es halt doch immer wieder der eine oder andere, der probiert, einen übers Ohr zu hauen.
Ja, bin auf eure Kommentare gespannt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und bleibt mir treu und checkt die Verkäufer immer besonders gut.